Nächster Schnitt. Brutal. Die Maserung ist einfach Wahnsinn. Schaut euch das so. Da ist ein Leben drin. Jawohl, da ist was los. Wieder Löcher. Macht aber nichts. Kann man sich was einfallen lassen. Wunderbar. Wunderbar. Wirklich wahr. Jawohl, habe ich euch eigentlich schon mein Sechsspar-Fänger gezahlt. Oder wie sagt man dazu? Sechsspar. Der, was halt Sechsspar einhaut bei der See. Habe ich mir jetzt was überlegt. So ganz funktioniert das noch nicht, aber das liegt jetzt nicht an den Drum da, sondern das liegt an der See, möchte ich sagen, weil die haut die Spar mehr da raus, weil da durch und durch das Rohr raus. Und darum haut es da so viel daneben vorbei. Ansonsten war das, glaube ich, nicht einmal so eine schlechte Idee. Das ist so eine Art Bräublech. Und da haut es dann die in den Kübel rein, die Spar. So ganz funktioniert sie nicht, aber es geht auf jeden Fall was weg. Ja, wenn man das so also sieht. Da, oder? Da liegt schon was da, sonst hat es an den Winter so hingehauen. Das ist jetzt weg, das ist eigentlich nicht einmal schlecht. Jetzt hat man es da am Boden, dann kann man es eigentlich besser zusammenkriegen. Sonst hat es alle bei da in die Ritzen eingehauen. Und das ist auch doch zum Wasser da und zusammenkriegen nicht so schön. Jetzt ist da ist ein bisschen besser. Und der Rest ist dann jetzt da drin. Ja, kommt schon was an, aber halt nicht alles. Ne? Also eine Plane drüber. Das taugt einmal frei. Und oder im Prinzip einfach ein KG-Rohr gehäuftelt, in der Hälfte aufgeschnitten und dann da hinten ein Holz gemacht, hingeschraubt und dann haut es den Dreck da raus, da her und fährt in den Kübel rein. Das, was halt da rauskommt dann. Aber wie gesagt, der Großteil, oder was heißt der Großteil? Ein Drittel, sag ich mal, kommt eigentlich da raus. Also haut es da so raus und nicht da durch und da raus. Das ist fast von der See. Also, ich weiß nicht, wenn man das ändern kann, vielleicht hat von euch wer in die, dass es nicht da Asse hat, sondern alles da rein. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn einer eine Idee hat, schreibt gerne in die Kommentare rein. Da hat mich dank, da hat mich gefreut. Da hat mich dank. Jawohl, ich schneide wieder weiter. Hängt den Kübel um. Ganz einfach umgehängt. Fertig. So, ich schneide weiter an der wunderbaren Birke. Und dann schauen wir mal, was da noch für Überraschung drin ist. Super Holz. Jawohl, so schnell geht's. Zack ist das Zeug schon geschnitten. Und zack ist so gerichtet, aufgerichtet. Einmal frei. An dem Fleckel habe ich ein paar Eschen da gehabt. Die habe ich jetzt rausgekramt, weil da will ich was draus bauen. Die liegen schon da 4 Jahre ungefähr. Das sind 4 allein. Ja, die sind Drucker. Die tue ich jetzt nachdrücken. In Hopferbohnen. Und dann werden die schön drucken. Dann kann man schön verarbeiten zu einem Möbelstückel. Oh, einmal frei. Ja, und da liegt jetzt unser Zeug da. Jawohl, einwandfrei. Habe ich alles schön beschriftet mit Nummern, dass ich genau weiß, was was ist, dass ich das Jahr nachvollziehen kann, dass ich weiß, wenn es Drucker ist, weil das vergisst, wenn du einen Haufen Holz da hast, dann weißt du nicht mehr, welches Jahr zu welchem Holz gehört. Und so weiß ich ganz genau, wenn das Zeug Drucker sein müsste, wenn man es verarbeiten kann oder sonstiges. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können in dieser verrückten Zeit. Schaut das nächste Mal wieder rein. Und wenn es euch meine Videos taugen, wie alle bei, dann bewertet es positiv und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Das tat mich sakrisch freuen. Wenn das nächste Video kommt, dann verpasst es nicht, weil es automatische Benachrichtigung kriegt. So, ich gehe jetzt ein bisschen da auf den Berg rauf.
Ihr könnt im Hintergrund das wunderbare Holz anschauen. An die Eichen, die haben wir letztes Jahr geschnitten, wenn ihr euch erinnern könnt. Wenn nicht, schaut es rein, habe ich auch aufgenommen. Gell? Jawohl, ich sage, habe der Servus auf dem wunderbaren Feierabend zum Brennen runter. Einwandfrei, jawohl. Da übertrickt das Holz außen und dann geht was. Einwandfrei, gell? Habe der, bis zum nächsten Mal aus dem Grombelli. Servus. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freiheit. Hollaria, hollaria, hollaro. Hollaria, hollaria, hollaro.